Hallo Freunde chinesischer Notebook-Kunst. Es gibt endlich ein Notebook auch von Redmi. Da steht nur noch Design bei Xiaomi. Ihr wisst ja, dass Redmi eine ausgelagerte Marke von Xiaomi ist. So gibt es jetzt Xiaomi Notebooks und es gibt Redmi Notebooks. Ich habe im Übrigen auch noch ein Xiaomi Notebook auf Tasche, aber dazu später mehr. Heute schauen wir uns erstmal im Kurztest das Redmi 14 an. Warum der Name? Nun, weil es ein 14 Zoll Notebook ist, also ein mit 14 Zoll Display Diagonale. Deshalb haben die das kurzerhand Redmi 14 oder Redmi 14 genannt. Wunderbar. Das ist dann wieder ein Leihgerät von Trading Chen Chen. Ich verlinke euch das Angebot unten in der Videobeschreibung, damit ihr das Gerät preislich einordnen könnt. Es gibt wie immer verschiedene Versionen, einmal mit einem i5 und einmal mit einem i7. Und reicht die Preisspanne von 557 bis 747 Euro. Es gibt dabei drei Modelle. Ich kann ja noch mal spoilern. Das Modell dazwischen kostet 607. Haben wir das auch geklärt. Ich verlinke euch wie immer das alles unten in der Videobeschreibung. Aber nun kommt das Intro und danach verschaffen wir uns mal einen ersten Eindruck über Redmis Notebook. Schön. Bevor es aber losgeht, reden wir erstmal nochmal über die Technik. Es gibt, wie gesagt, zwei unterschiedliche Versionen mit zwei unterschiedlichen SoCs. Einmal mit dem i5 8265U und einmal mit dem i7 8565U. Es dürfte klar sein, dass die i7-Version die teuerste ist. Und dann gibt es noch zwei unterschiedliche Speicherausbaustufen bei der i5-Version. Einmal mit 512 GB SSD und einmal mit 256. Da aber die 512er gerade in der Aktion ist, ist die günstiger bei Trading Chen Chen als die mit 256, das noch als kleiner Hinweis. Und auch hier gilt wieder, im Auslieferungszustand bekommt ihr Windows 10 Home als chinesische Version. Soviel ich weiß, kann man da nur hin und her switchen zwischen Englisch und Chinesisch. Aber, und das habe ich bei mir auch gemacht, das ist ziemlich einfach. Man kann sich die deutsche Version von Windows 10 einfach drauf installieren, über einen USB-Stick davon booten, installieren und fertig. Kann man auch so bei Trading Chen Chen bestellen. Was ist denn da der Aufpreis? 50 Euro. Und dann bekommt ihr zusätzlich noch einen USB-Stick mit Windows 10 Pro. Wunderbar. Den SoC, den hatten wir ja schon. Speicherausbau, also Arbeitsspeicher. 8 GB DDR4. Das Display ist ein 14 Zoll Display. Darüber hatten wir ja schon gesprochen mit einer Auflösung von 1920 bei 1080. Wi-Fi BGN 2,45 GHz. Bluetooth gibt es in der Version 5. USB 3.0, dürfte klar sein. Oh ja, hier die Grafikkarte ist eine Nvidia MX 250. Bin ich mal gespannt, was man damit zocken kann. Das Gehäuse im Übrigen ist aus Aluminium und nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, aus Plastik. Auch wenn es von Redmi ist und wiegt nur 1,5 Kilo. Quick Charge wird unterstützt und zwar 65 Watt. Boah, das ist echt ordentlich. Und damit soll man innerhalb von 35 Minuten den Akku von 0 auf 50 aufladen können. Das ist echt schnell. Zumal bei 100% eine Arbeitszeit von 10 Stunden angegeben wird. Da mache ich natürlich noch meinen eigenen Test für den Alltagstest, um das nachzuprüfen, dürfte klar sein. Aber insgesamt klingt das doch recht vernünftig. Schön, neben dem Notebook gibt es natürlich hier auch noch ein bisschen Zubehör. Den gesamten Originalkarton habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil der wurde so verschickt. Der ist jetzt sehr mit Paketklebeband verunstaltet worden. Außerdem ist er ein bisschen zu groß für meinen Tisch. Schön. Hier, wenn man bei Trading Chen Chen das bestellt, das ist ja jetzt hier mit chinesischen. Ja, genau, das passt jetzt hier so nicht. Und im Übrigen, das kann man noch abmachen, das ist tatsächlich nicht eine neue Steckerart aus Plastik. Und damit das Ganze dann richtig funktioniert, auch an deutschen Steckdosen, gibt es dann auch immer noch einen Adapter dazu. Das ist hier also in Sachen Stromkompatibilität kein Problem. Also hier ist im Großen und Ganzen nur das Netzteil drin. Langweilig. Wir wollen uns das Notebook anschauen. Redmi. Es ist natürlich sehr dezent und jetzt werden mit Sicherheit Vergleiche zu Apple kommen. Und die verbitte ich mir, denn es gibt ja wohl einen ganz gravierenden Unterschied. Nämlich das Teil, das kann man sich auch leisten. Wenn man sich die Specs so durchliest und dann natürlich das Ganze noch mit der Verarbeitung von Xiaomi bzw. in dem Fall von Redmi kombiniert, muss man sagen, die Notebooks sind auf jeden Fall vom Preis-Leistungs-Verhältnis her der Hammer. Günstiger geht es natürlich auch noch, davon abgesehen, ihr wisst, ich stelle ja auch gerne immer mal so 200 bis 300 Euro Notebooks vor, aber manchmal soll es eben was noch Besseres sein und da ist Xiaomi dann eben im höheren Preisbereichen auch für mich definitiv die erste Wahl. Hier DTS-Sound, Windows, Samurai-Schwert, HDMI, ja, HDMI natürlich auch. Ja, und Nvidia ist dann die Grafikkarte, hat mir ja vorhin schon festgestellt. Da unten sind wahrscheinlich Lüfterschlitze. Aha, das ist jetzt, also offensichtlich sind so einzelne Füße out und innen ist jetzt hier einfach so ein Streifen, der etwas gummiert ist. Schön. Dual-Speaker, kurz gesagt Stereo-Sounds, habe ich beinahe vergessen. Hier ist ein Lautsprecher und da ist ein Lautsprecher. Da sollte man also für Notebook-Verhältnisse vernünftigen Sound haben. Ich will das mal ein bisschen in Anführungsstrichen setzen, weil, naja, Notebook-Sound ist einfach meistens ziemlich räudig. Hier nochmal kurz ein Profil gezeigt. Und da sehen wir, von der Stärke ist das Gerät absolut okay. Zwei USB-Anschlüsse, hier HDMI und Strom. Auf der rechten Seite eine kleine LED, nochmal USB und 3,5 mm Klinkenausgang für Kopfhörer oder
einer fetten Stereoanlage mit Überbass. Und dann ein heiliger Augenblick, wenn sich der Deckel hebt. Schön, das wär's. Starte ich mal. Wir haben hier natürlich wieder ein Urn-Tastatur-Power-Urn-Taster. Also kurz gesagt, der Power-Taster ist hier mit einer Tastatur integriert. Finde ich eigentlich nicht so toll, aber irgendwie ist das Trend geworden, weil beim Schreiben kommt man manchmal dann da drauf und dann fährt man das Ganze in Standby und ich konnte jetzt ja gar nicht so viel quatschen, bis das Teil gestartet ist. Also das startet wirklich extrem schnell, das muss man dem Gerät lassen. Es ist im Übrigen aktiv gekühlt. Es hat Vor- und es hat Nachteile. Der Nachteil ist klar, man hat eine gewisse Geräuschbelastung und Geräuschkulisse, denn passiv gekühlte Systeme bzw. Notebooks dann auch noch in Verbindung mit eMMC oder mit SSD und mit Ermangelung eines Stereo-Laufwerks sind absolut geräuschfrei. Aber das Ding ist eben aktiv gekühlt, da ist ein kleiner Lüfter drin und damit ist es eben nicht mehr komplett geräuschfrei. Aber bisher, bei dem normalen Betrieb von Windows, ja, ich habe das Gerät mir schon mal angeschaut, da ist der Lüfter sehr, sehr angenehm. Aber ich erwähne es natürlich trotzdem. Es ist ein temperaturgesteuerter Lüfter, das heißt, wenn wir hier zum Beispiel ein Video schneiden oder den CPU sonst nicht wie auslasten durch Gaming oder so, dann dreht der Lüfter natürlich höher, weil das Ding lauter, das werde ich auch noch rausbekommen. Wir machen das Display mal noch ein bisschen heller und jetzt ist es auf der Helligkeitsstufe. Schön. Das Display selber, mal kurz so gezeigt, ist vernünftig blickwinkelstabil. Kann ich das Display auch noch ein bisschen ankippen. So. Und mal in die Richtung auch. Und ich denke mal, dann haben wir alle Blickwinkel soweit durch. Alle für uns interessanten. Also kann man hier beispielsweise auch zu zweit, zu dritt oder als 80 Mann starke Gruppe sich auch mal einen Film anschauen. Was habe ich denn hier schon? Office habe ich hier schon installiert. Aber weiter bin ich bisher noch nicht gekommen. Das ist aber auch okay, denn es geht hier nur um den ersten Eindruck. Und da sehen wir hier erstmal Windows. Ich bin nicht der erste Tester, muss ich zugeben. Ich bin nicht der erste Tester. Jetzt muss ich eigentlich mich mal noch informieren, weil hier ist bereits alles auf Deutsch umgestellt. Ich musste ja glücklicherweise gar nichts mehr machen. Gehen wir mal Rechner ein und nicht Calculator. Und da sehen wir, es ist alles im Großen und Ganzen übersetzt. Und mit im Großen und Ganzen meine ich, es ist alles übersetzt. Gehen wir mal ins... Ups, nein, nein. Ernsthaft? Ich wollte nicht neu starten. Okay, also gut, dann schauen wir uns mal die Geschwindigkeit jetzt an, wie er neu startet. Wunderbar. Das ist Mi-Logo. Und wir sehen den Ladebalken. Ich glaube, Neustarten dauert das länger als ein kompletter Start. Ein bisschen. Na, ist auch egal. Schön. Ja, zu Windows brauche ich jetzt eigentlich so viel ja nicht zu erklären, oder? Ich denke mal, Windows ist soweit geläufig. Kommen wir mal noch zur Tastatur. Eigentlich wollte ich nur kurz das Display zeigen. Gehen wir mal noch ein bisschen runter. Weiter. Und... Stopp. Schön. Das Touchpad hinterlässt bei mir im ersten Mal einen guten Eindruck. Es ist sehr direkt, hat einen geringen Reibungswiderstand. Der linke und der rechte Mausklick ist klar definiert. Wobei ich benutze eh nur noch Tabs und Gesten. Davon abgesehen, ich benötige eigentlich diesen mechanischen Klick gar nicht mehr. Aber es gibt ja Leute, die darauf noch stehen. Das Touchpad selber ist von der Größe okay. Hätte aber tatsächlich ein bisschen größer sein können. Ja, wir sehen, dass da ja durchaus noch Potenzial ist für mehr. Hier, ich habe im Übrigen die i5. Version, wisst ihr schon mal Bescheid. Das heißt, dass später die Benchmark-Ergebnisse sich dann auch genau auf diese Version hier beziehen werden und nicht auf die i7-Version, aber die könnt ihr auch kaufen. Die Tastatur ist natürlich im Auslieferungszustand hier englisch beschriftet. Ihr seht, Y und Z ist vertauscht, außerdem finden die ganzen Umlaute und die Sonderzeichen sind alle anders belegt. Allerdings wird die Belegung an sich im Windows 10 festgelegt und nicht Windows 10 interessiert sich überhaupt gar nicht dafür, wie die Tastatur beschriftet ist. Sieht das gar nicht. Deshalb ist natürlich hier Z und hier ist Y und meine Umlaute sind auch alle da. Nun, wem das stört, dass aber nun die Beschriftung nicht stimmt, der kann sich Tastaturaufkleber kaufen und beschriftet sich die Tasten einfach neu. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, habe ich schon ein paar Mal gezeigt, habe ich schon ein paar Mal verlinkt. Das ist ziemlich einfach und so ein Set kostet ungefähr 4 Euro. Also das ist jetzt durchaus noch finanzierbar, wenn man schon 500 für so ein Notebook ausgegeben hat. Wir haben wie gewohnt auf den F-Tasten eine zweite Tastaturebene, um beispielsweise die Displayhelligkeit anzupassen oder den Lautsprecher stumm zu schalten bzw. eine Lautstärke zu regulieren. Oh, sogar ein Shortkey hier für den Taschenrechner sowie für einen Internet Explorer bzw. für einen Browser. Ich gehe mal davon aus, da wird der Standardbrowser gestartet und nicht immer Edge. Das wäre ja blöd. Die Tastatur selber hinterlässt auch erstmal einen sehr guten ersten Eindruck. Sehr hochwertig, sehr direkt. Allerdings echt sehr, sehr, sehr flach. Hat also einen geringen Hub, aber lässt sich echt top schreiben. Und vor allem, es funktionieren auch alle Tasten einwandfrei. Also keine klemmt oder hat gar keine Funktion oder reagiert erst nach einem härteren oder stärkeren Anschlag. Und das macht das Gerät natürlich für Vielschreiber recht attraktiv. Und wenn die 10 Stunden tatsächlich auch stimmen, das heißt, dass man mit dem Akku ungefähr 10 Stunden arbeiten kann, und selbst wenn es nur 9 sind, ist das Gerät hier definitiv auch studentenkompatibel. Dass man da eben einen ganzen Studententag
arbeiten kann. Also was ist das im Durchschnitt? 3 Stunden. Und mal kurz Studenten dissen, das gehört eigentlich in jedes Video. Und da es auch von der Gerätestärke und auch vom Gewicht echt angenehm ist, ist das eben für den mobilen Einsatz hier auch ganz gut geeignet. Naja, und vor allem, weil es halt nicht so mega teuer ist wie Markengeräte. Mit Obst auf dem Deckel. Schön, wir können hier mal kurz OpenOffice anschmeißen, dass ihr das vielleicht noch seht. Ja, hier ist noch der Einrichtungsassistent, den überspringen wir mal ganz kurz. Aber es geht eher darum, um die Arbeitsleistung. Aber bei der Hardware mache ich mir da eigentlich gar keine Gedanken. Arbeitsspeicher passt absolut, wenn ihr nicht gerade, weiß ich, irgendwelche krassen Games zocken wollt, wofür das Ding hier natürlich nicht unbedingt ausgelegt ist. Aber so Arbeitsleistung in Bezug auf Office, in Bezug auf Websurfing, da mache ich mir gar keine Gedanken. Das dürfte hier echt alles richtig gut funktionieren. Und wir sehen, das passt. Ja, ich habe jetzt hier OpenOffice, ihr könnt natürlich auch das von Microsoft verwenden. Schmeißen wir noch Systeminformation an. Mal schauen, was hier noch so drin steht. Aber letztendlich das, was ich euch vorgelesen habe. Ja, hier ist Windows 10 Pro drauf. Das ist dann, was eben in der Beschreibung stand mit dem USB-Stick. Intel Core i5, 6265U, Arbeitsspeicher 8 GB. Naja, im Großen und Ganzen eben das, was wir auch schon besprochen hatten. Ich denke mal, da ist keine große Überraschung jetzt noch dabei. Und mein Vorgänger hat ja offensichtlich alles wieder perfekt aufgeräumt. Festplatte scheint hier wieder vollumfänglich verfügbar zu sein. In Bezug auf Speicherplatz, 445 GB sind noch frei. Ich habe allerdings bereits OpenOffice installiert. Das ist eigentlich ziemlich klein. Also kann man davon ausgehen, dass es ungefähr der Speicherplatz ist, den ihr bei Auslieferung eben zur Verfügung habt. Und boah, mehr kann ich jetzt hier erstmal im Kurztest nicht sagen. Aber für einen Kurztest reicht das ja eigentlich auch. Schön. Ich habe mir noch ein anderes Hintergrundbild ausgewählt, damit man die Farbwiedergabe vielleicht noch ein bisschen besser sehen kann. Und sieht echt vernünftig aus. Ist ein richtig guter Standard. Und es sieht auch echt schmuck aus, muss man dem Gerät lassen. Ich wette, es werden Apple-Vergleiche in den Kommentaren auftauchen. Aber es ist ja okay. Ihr könnt euch da ruhig austoben, wenn ihr lustig seid. Wir sehen uns ansonsten hoffentlich zum nächsten Video wieder. Das soll es erstmal jetzt gewesen sein. Ist ja wie erwähnt nur ein erster Eindruck. Es wird noch ein Alltagstest folgen. Da werde ich ein paar Benchmarks drüber prügeln. Das wird dann eben der etwas trockenere Test. Mit Lese- und Schreibwerten des internen Speichers, mit einem Geekbench-Score für den SoC. Ja, das wird super spannend und aufregend. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Ansonsten verlinke ich euch zwischenzeitlich erstmal die Angebote unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das alles nochmal richtig nachlesen. Eben zum Train Chen Chen, die ich im Übrigen für die Bereitstellung eben für das Leihgerät hier danke. Kommt auf moschus.de, da wird es bald neue Gewinnspiele geben. Ich habe aktuell auch welche aufgelöst. Da könnt ihr nachschauen, denn es haben sich noch nicht alle Gewinner gemeldet. Und vielleicht seid ihr ja dabei. Lasst mir einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder abonniert meinen Kanal für noch mehr China-Technik. Ihr könnt euch auf meiner Website aber auch noch ein paar Artikel durchlesen. Ich veröffentliche da immer wieder Angebote, wenn es irgendwas günstig gibt. Von mir aus auch Notebooks. Was mir halt so an Gutschein-Flash-Sale-Angeboten oder Abverkäufen in die Finger fällt. Das findet ihr dort vor. Wunderbar. Dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao.